Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Sonntag, den 21. August. Geben macht glücklicher als nehmen. Das haben zumindest diejenigen längst festgestellt, die sich seit Jahren am sogenannten Chancengebertag des christlichen Jugenddorfs in Nienburg beteiligen. Der Chancengebertag versteht sich als Börse für diejenigen, die Hilfe benötigen und denen, die gerne helfen möchten. Er findet am 28. September zum 7. Mal statt. Prominentester Teilnehmer ist Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Am 3. September wird das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen den Städten Nienburg und Vitebsk gefeiert. Einer von insgesamt drei Festrednern ist Eckhard Hellmich. Der Chef des Marion-Dönhoff-Gymnasiums ist seit 2004 Vorsitzender des Vereins Stadt- und Landkreis Patenschaft Nienburg-Vitebsk. Guter Rat teuer ist zurzeit im Bereich Fichtestraße-Körnerstraße in Nienburg. Nachdem die GBN ihre Mieter und auch den Tierschutzverein Nienburg-Drakenburg gebeten hatte, die Fütterung der wild lebenden Katzen aus Rücksicht auf die Mieter, die sich durch die Katzen belästigt fühlen, zum 31. Juli einzustellen, befürchten die Tierfreunde, die schon lange um Problematik der Streunerkatzen in Nienburgs Norden wissen, dass sich diese wieder unkontrolliert vermehren und oder elendig verhungern. Das 6. Haßberger Kulturpicknick am Samstag, dem 17. September, ist eines der Highlights im Kulturprogramm der Alten Kapelle Haßbergen. Nach Ulrich Tukurs genialen Konzert 2013 mit seinen Rhythmus Boys sowie Axel Prahl mit dem Inselorchester in 2014 ist es dieses Mal gelungen, den Münchner Schauspieler und Musiker Miroslav Nemetz nach Haßbergen zu holen. Schränke randvoll mit alten Leinen und bunter Bettwäsche. Wie kannst du daraus etwas herstellen, das diese tolle Handarbeit wieder zur Geltung bringt? Diese Frage stellte sich Heike Schierholz aus Wietzen vor 15 Jahren. Schon bald darauf bildete sich im Landfrauenverein Eistrup ein Patchwork-Arbeitskreis. Im Vorfeld ihrer jüngsten Sitzung besuchte die CDU-Kreistagsfraktion das Autohaus Hopp in Steierberg. Die Kommunalpolitiker setzten damit erneut ein Zeichen für ihr Interesse an Strukturen, Arbeitsabläufen, Personalmanagement und Problemfeldern eines mittelständischen Unternehmens in der heimischen Region. Zum Sport. Bei den Nienburger Reitsporttagen hat Felix Haßmann vom ZRFV Lienen das S2-Sternespringen gewonnen. Thomas Heineking vom RFV Nennendorf blieb ebenfalls fehlerfrei, landete am Ende auf Platz 6. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Sonntag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.